Hey Leute, hier ist wieder mal euer The Devil Shorts und heute ein weiteres Video auf meinen Kanal, Leute. Genau, heute seht ihr mal ein Klassensetup von mir, das kennt ihr ja gar nicht, sonst lade ich mal nur Zombie hoch. Jetzt mal ein Klassensetup, was ist denn Berlin? Ja, heute lade ich mal ein Klassensetup hoch von der neuen Waffe, die heute dazu kam, oder von den neuen Waffen, das kann man noch eine. Heute mache ich mal die Orso, heißt die Waffe. Ich habe natürlich eine andere Variante, die zeige ich euch natürlich mal. Das ist die Befreier-Variante, die man im Sammelstück, also bei den Sammelstücken, erkaufen kann oder ersammeln kann. Das sind auch Sammelstücke, ist logisch. Ja, ich hatte natürlich schon eine Menge Schrott. Habe mir natürlich dann die direkt freigekauft. Natürlich hätte ich auch das Volkswehr freikaufen können, aber ich bin eher so ein MP-Spieler. Also bei dem Volksgewehr bin ich natürlich auch dabei, aber jetzt kommen wir mal zu der Orso. Wie man die Orso normal bekommt, ist klar, man bekommt sie bei Major, wenn man 50 Spiele abschließt, dann bekommt man die normale Orso, also ohne Episch oder alles, ganz normale Orso. Und ja, jetzt zeige ich euch, wie ich die spiele. Und zwar spiele ich die mit Schnellfeuer, Griff und Linsenvisier. Jetzt fragt euch bestimmt der ein oder andere, warum jetzt ein Linsenvisier? Hast du kein Aim? Yeah, also das Standardvisier ist zwar ganz schick, ist aber echt nur für den Nahkampf geeignet. Auf Fernkampf komme ich mit das Ding nicht so recht, also nicht so richtig klar. Deswegen nutze ich das Linsenvisier, weil man mit das Linsenvisier, ist klar, auch auf Entfernung gehen kann. Ich habe natürlich das Linsenvisier mit das normale Nadelspitze, also mit einem Rotpunkt hier, mit einem normalen Punkt, freigespielt und ja, habt ihr jetzt auch auf Abschusszähler, also Prestige 2. Ist eine schöne Waffe, lässt sich gut spielen. Habt ihr auch gerade am Anfang des Videos gesehen, was ich da reiße. Das war natürlich die ersten Runden, war ganz okay. 30-4 und so eine KDs gerissen mit der Waffe. Nicht schlecht, also die macht echt Spaß, die Waffe. Natürlich verteilt sie ein bisschen Hitmarker, manche fallen nicht direkt um. Aber dank der Feuerrate ist das nochmal ein bisschen ausgeglichen und da macht das extrem viel Spaß. Jetzt was anderes, wer natürlich mit das normale Standardvisier klarkommt, kann anstatt das Linsenvisier natürlich eine Magazinerweiterung raufklatschen. Aber ich komme mit 30 Schuss relativ klar, hole mit 2-3 Leute schon easy weg. Und wie gesagt, wer mit das normale Visier klarkommt, kann natürlich Magazinerweiterung nehmen und dann ist die auch richtig gut. So, entweder das Linsenvisier ist klar oder das Reflexvisier. Kann man beides nehmen. Ich mag natürlich lieber das Linsenvisier. Und ja, damit macht es mehr Spaß. Genau, also ich spiele dann als Secondary natürlich die Reinfeuerpistole, die Metallisch-Variante. Spiele die mit Magazinerweiterung und verbesserten Drall. Und eine Semtex ist klar und den Aufsatz B rein, damit man natürlich 3 Aufsätze mitnehmen kann. Spiel momentan mit der Resistance, mit der neuen Division. Ich würde es eigentlich eher mit der Waffe mit Gebirge spielen oder eher mit Luftlande. Aber ich will, wie man auch schon recht sieht, das freischalten. Hab's auch fast freigeschalten. Mini-Kartenanzeige in Richtung von Feinde in der Nähe. Das ist natürlich 6. Sinn, wie im BO3. Will ich gern freischalten, deswegen spiele ich momentan mit dieser Division. Wenn ich das nachher alles abgeschlossen habe, denke ich mal, gehe ich wieder auf Gebirge, wenn ich Free4All spiele, weil man natürlich die leisen Schritte hört. Oder wenn einer eine Drohne raushaut, dass du natürlich nicht gleich gesehen wirst. Wenn ich zum Beispiel TDM spiele oder Herrschaft oder so eine Modus, dann würde ich eher Luftlande empfehlen, weil man ist mit einer MP natürlich mobiler unterwegs, man ist schneller im Aim drin, man kann schneller sprinten. Man kann über Hindernisse, wie ihr es auch gerade seht, klettern, man hat einen Schalldämpfer. Habt ihr mit Schalldämpfer jetzt noch nicht ausprobiert, wie sie ist? Werde ich noch ausprobieren. Ja, werde ich dann später sehen, wie sie mit Schalldämpfer ist. Aber wie gesagt, momentan spiele ich mit der Resistance-Division, weil ich einfach, wie gesagt, diese Mini-Kartenanzeige haben möchte. Genau. Ja, so spiele ich die Befreier, also die Orso. Könnt ihr gerne mal nachmachen. Wie gesagt, Linsenvisier müsst ihr nicht drin haben. Wer mit das normale Standardvisier klarkommt, kann anstatt Linsenvisier natürlich Magazinerweiterung aufklatschen. Rapid Fire ist ganz, na was heißt, ist ganz wichtig, aber ich finde, da droppt die nochmal ein bisschen schneller. Jetzt erkläre ich nochmal warum. Da droppt die noch ein bisschen schneller und Schnellfeuer ist immer klar. Also das heißt jetzt nicht, dass die Waffe nach oben zieht wie so ein Bekloppter. Die hat natürlich eine schnelle Feuerrate, aber wenn man nochmal Schnellfeuer aufklatscht, klatscht die noch ein bisschen besser.
Um das natürlich Ganze zu verfeinern, würde ich eher sagen, dass ihr den Griff drauf macht, weil dann ist die Waffe wieder ein bisschen normal, sag ich mal. Und natürlich Magazinerweiterung oder halt das Linsenvisier, ist klar. Um schnell, um mehr raufzuhalten und mehr Schuss zu haben und Linsenvisier eher auf Entfernung zu gehen, weil die eher so eine Nahkampfwaffe ist. Die kann man so wie die Waffe 28 abstempeln. Natürlich die Waffe 28 noch ein bisschen schneller, aber die kommt schon nah ran. Genau, also so spiele ich die Waffe, die Oso, und wer sie nachmachen möchte, kann sie so nachmachen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like da und natürlich ein Abo, wenn es euch gefallen hat und euch und ihr natürlich weiteres nicht verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal, euer The Devil Shots. Bis dann. Ja, moin. Ja, moin. 1216 Waffen, die wir jetzt bekommen.